Hallo zusammen, heute machen wir ein Gericht, was auf den Namen Birria Tacos hört. Ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Gericht brauchen wir zunächst einmal einen Dutch Oven. Ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf, wie man sowas vorbereitet. Also ich nehme das aus der Packung. Das hier ist jetzt das Produkt von Landmann. Das passt hervorragend, weil wir werden das auf dem Smoker über offenem Feuer nutzen. Dann öle ich das Ganze mit Sonnenblumenöl ein. So einmal rundherum. Auch den Deckel nicht vergessen. Von unten und von oben. Und dann habe ich meinen Landmann Gasgrill vorbereitet. 200 Grad. Und dann lasse ich den Dutch Oven inklusive Deckel mal so gut eine Stunde bis 75 Minuten, also eine Stunde, Viertelstunde lang hier einbrennen. Man bekommt dann schon mal so eine leichte Patina. Und in der Zwischenzeit, wo das passiert, kann man hervorragend den Smoker anheizen. In dem Fall habe ich hier einen Anzündkamin voller Kokosnussbriketts gemacht. Dann ein paar Grillanzünder rein und jetzt setze ich den Anzündkamin in die Feuerbox der Seite. Ihr seht, den Dutch Oven habe ich auf der rechten Seite eingehängt und während das startet, kümmern wir uns um das Fleisch. Ich habe hier eine Beinscheibe, das ist eine Beinscheibe vom Limousin-Rind vom Kolpinghof. Das Konzept vom Kolpinghof habe ich euch auch in der Vergangenheit bereits vorgestellt, ein Tier pro Monat. Falls euch nachhaltiges Rindfleisch aus der Region interessiert, der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Birria Tacos ist ein mexikanischer Fleischeintopf. Ich weiß, dass das jetzt nicht das Original ist. Ich freue mich auch immer sehr, weil es ganz viele Leute auf Social Media Kanälen gibt, die mir das unbedingt sagen müssen. Ich bin mir dessen bewusst, aber man arbeitet natürlich mit den Produkten, die wir hier lokal bekommen. So nehme ich neben der Beinscheibe noch Rouladenfleisch. Rouladenfleisch eignet sich hervorragend zum Schmoren, das habe ich einfach klein geschnitten. Ansonsten möchte ich euch mit den Schneidarbeiten gar nicht zu lange langweilen. Wir haben Wurzelgemüse, wir haben Tomate, wir haben Zwiebel, Sellerie, den kompletten Kram. Einfach in grobe Stücke gehackt. Und dann heizen wir einmal der Side-Firebox ordentlich ein. Ich habe jetzt hier den Anzündkamin reingeschmissen. Und habe jetzt hier diese Halterung über die Side-Firebox gedreht und hänge jetzt hier meinen Dutch Oven ein. Wir beginnen mit etwas Chiliöl und geben ein paar Zwiebeln in den noch kalten Dutch Oven. Ihr seht jetzt, ich habe den ein bisschen runtergehängt noch als zu den Aufnahmen davor. Die Hitzesteuerung erfolgt natürlich über verschiedene Methoden. Zum einen kann man natürlich die Entfernung zur Glut nach oben oder nach unten korrigieren oder natürlich dann auch noch am Ende Holzscheite nachlegen. Und genauso machen wir das. Wir geben jetzt der Reihe nach das Wurzelgemüse in den Dutch Oven und dann das Fleisch. Falls ihr das mal nachmachen möchtet, die genauen Mengenangaben für dieses Gericht befinden sich unten in der Videobeschreibung. Und während ich jetzt das Fleisch hier zugebe, sieht man schon, wie es unten anfängt zu brutzeln. Jetzt löschen wir das Ganze mit einem ordentlichen Schuss Essig ab und füllen das Ganze mit Bier auf. Last but not least kommen unsere gehackten oder geschnittenen Tomaten noch oben drüber. Und dann setzen wir erstmal den Deckel drauf und lassen das Ganze dann vor sich hin brutzeln. Meine Kochzeit insgesamt waren, glaube ich, so 3-3,5 Stündchen. Ich bin immer wieder hingegangen und habe Holz nachgelegt, habe ein bisschen mit der Höhe gespielt und versucht, so das Ganze auf eine gleichmäßige Temperatur zu bekommen. Wichtig ist am Ende, dass es sich ja um ein Schmorgericht handelt und das Schmorgericht soll lange vor sich hin schmoren. Mir macht das auf jeden Fall großen Spaß. Das sieht richtig toll aus vom Footage, auch hier für das Video. Und es sieht natürlich auch toll aus, wenn man daneben steht, sich hinsetzt, dem Feuer zugucken kann. Vielleicht schon ein Bierchen dazu öffnet. Das macht richtig, richtig Spaß. Ja, manchmal muss man gucken, dass es nicht überkocht. Da muss man dann, wie gesagt, entweder die Hitze unten reduzieren oder halt mit dem Haken oben wieder noch ein bisschen was nach oben gehen. Aber das kann man mit der Zeit eigentlich ganz gut austarieren. So, das ist jetzt mal so ein Blick. Ich glaube, so nach dem ersten Stündchen. Ich gebe jetzt ein bisschen Gemüsebrühe instantmäßig hinzu und würze das Ganze einmal mit Salz und Pfeffer. Bei der Instant-Gemüsebrühe habe ich was genommen von der Spice Bar. Die haben etwas ohne Glutamat und ohne Hefeextrakt und so. So eine ganz natürliche Brühe, die nutze ich immer gerne, um sowas zu verfeinern. Dann sieht man schon die Beinscheibe. Da kommt schon das Innere aus dem Knochen raus. Das gibt natürlich einen super Geschmack. Ansonsten ist die Beinscheibe noch eher fest und braucht noch ein bisschen. Dann geben wir noch ein bisschen Cayennepfeffer oben drauf und füllen das Ganze großzügig mit Bier weiter auf. Das ist immer sehr wichtig, dass so ein Schmorgericht immer genug Flüssigkeit drin hat, also immer wieder gucken, ob noch genug Bier da ist. So, jetzt das Ganze noch ein Stündchen weiter. Man sieht schon, die Menge hat deutlich
nachgelassen. Ich habe in der Zwischenzeit auch den Knochen rausgenommen. Und jetzt würze ich das Ganze noch mit einem Esslöffel Barbecue Rub. Das ist so ein scharfer Barbecue Rub. Ich finde das sehr schön, weil das wird am Ende ein Gericht, was süß und scharf gleichzeitig ist. Und das passt halt ganz gut. So, jetzt sieht man auch, die Beinscheibe zerfällt langsam. Das Gulaschfleisch wird immer weicher, aber das noch nicht genug. Auch wieder hier, ich fülle das Ganze nochmal mit Bier nach. Ich denke, ich habe so gut anderthalb Flaschen, also so 0,75 am Ende hier mit verkocht oder verschmort. Ich lasse das ruhig auch zwischendurch mal mit offenem Deckel so ein bisschen noch vor sich hin köcheln. Und jetzt sind wir schon fast am Ende. Und jetzt können wir unsere Tacos zusammenbauen. Beziehungsweise nehme ich einen Weizen-Tortilla, den habe ich hier auf der Plancha von meinem Modulus-System schon einmal aufgelegt auf eine geringe Hitze. Und jetzt verstreiche ich diese Soße von dem Wrap und lasse das Ganze mal von beiden Seiten ordentlich anbraten. Normalerweise werden die frittiert, also im mexikanischen Original werden die frittiert. Das ist mir too much. Ich hau das einfach hier drauf, streue ein bisschen Käse drüber, nimm ein, zwei Zangen voll von diesem supergeilen Schmorfleisch, noch ein kleines bisschen scharfe Barbecue-Soße obendrauf und dann klappe ich das Ganze einmal ein und fertig ist mein Birria-Taco. Kein Anspruch auf mexikanisches Original, aber es ist richtig geil. Ich sage es euch, das ist richtig, richtig lecker. Das ist so geil, das schmeckt so richtig käsig, herzhaft. Also das Fleisch dabei, wirklich, wirklich eine Sensation. Ja, ich bin gespannt, ob ihr das schon mal gesehen habt, was eure Kommentare dazu sind. Natürlich probiere ich das Ganze jetzt. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren, gern gesehen. Fanpages besuchen, unbedingt. Das war's für mich heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.